Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal Piero Gaming TV und ja, heute habe ich mal wieder die beste Solo-Money-Methode für euch am Start, mit der ihr in einer Minute 51.000 Dollar bekommen könnt und dafür solltet ihr alle mal auf den Like-Button hauen, denn so eine krasse Money-Methode gibt es nicht jeden Tag und ich würde mich freuen, wenn wir heute auf diesem Video mal wieder die 500 Likes packen würden, denn ich verlose zusätzlich auch noch pro 100 Likes einen Modded-Account. Auf diesem Modded-Account befinden sich Modded-Farben, Modded-Outfits und auch noch 500 Millionen Dollar. Um einen Modded-Account zu gewinnen, müsst ihr das Video liken, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Davon schickt ihr mir dann ganz einfach auf Instagram einen Screenshot und pro 100 Likes gibt es dann einen Modded-Account auf euren Nacken. Also teilt den Kanal gerne mit all euren Freunden, würde mich mega freuen. Außerdem habe ich einen Creator-Code namens Zym_PieroGaming. Den Namen werde ich hier nochmal für euch einblenden und es würde mich mega freuen und auch gleichzeitig supporten, wenn ihr diesen Creator-Code einfach mal eintragt. Und wenn ihr was mit diesem Creator-Code kaufen solltet, könnt ihr mich auch gerne auf einem Instagram-Bild markieren und dann werde ich mal schauen, dass ich den ganzen Ehrenmännern da draußen, die meinen Creator-Code nutzen und damit auch Sachen kaufen, irgendwas zurückgebe, vielleicht einfach mal einen Modded-Account oder so, einfach mal raushauen. Also Leute, Support ist kein Mord, könnt ihr gerne einfach mal eintragen, Zym_PieroGaming. Außerdem habe ich unten in der Videobeschreibung meine GTA Online-Crew verlinkt, die heißt Piero Army mit dem Crew-Tag PGTV und wer Bock hat, mal mit mir zu spielen oder mit anderen Leuten aus der Crew zu spielen, aus der Piero Army, einfach mal in die Videobeschreibung gehen, auf den Link klicken und in meine Crew kommen, ist auf jeden Fall richtig cool und werden auch öfter mal in einem Livestream eine Crew-Sitzung machen und dann mit den ganzen Leuten aus der Piero Army spielen. Kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema des Videos und zwar, wie ihr in einer Minute 51.000 Dollar machen könnt. Dafür begebt ihr euch jetzt erstmal in eine öffentliche GTA Online-Sitzung und dann braucht ihr noch eine voll aufgetunte Barty. Die eignet sich mich dafür am besten und falls ihr jetzt keine voll aufgetunte Barty habt, dann fragt einfach in den Kommentaren nach, ob euch jemand eine voll aufgetunte Barty leihen kann. Zur Not, Leute, schreibt einfach mich an, mein PSN-Name, wisst ihr ja, pgtv_piero und ich kann euch auch, oder einzelnen Leuten, auch mal eine Barty leihen. Falls ihr jetzt aber ein Ehrenmann seid und eine voll aufgetunte Barty habt, dann könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, wer vielleicht eine Barty braucht und dann euren PSN, Microsoft oder PC-Namen dahinter schreiben, damit die Leute euch anschreiben können, euch adden können und damit ihr den Leuten auf Ehrenbruderbasis eine Barty leihen könnt. Denn ihr müsst nämlich jetzt zum aktuellen Zeitrennen fahren. Das nennt sich Tongva Rally. Und ich muss sagen, das Zeitrennen ist auf jeden Fall ein bisschen tricky. Man muss da wirklich ein bisschen aufpassen, gerade weil ja der Verkehr an ist und weil die ein oder andere Kurve ein bisschen scharf ist und man hat 58 Sekunden Zeit, um das Zeitrennen zu schaffen, Leute. Ich habe ja die beste Route jetzt für euch am Start. Das heißt, ihr seht ja im Hintergrund, Leute, ich habe das nämlich zweimal aufgenommen. Das Ganze könnt ihr mit einem Motorrad, ihr könnt das mit allen machen, außer jetzt mit einem MK2, also mit Sachen, mit denen ihr fliegen könnt. Ihr könnt es aber auch mit einer Vigilante machen. Das heißt, wenn ihr eine Vigilante haben solltet, dann könnt ihr auch einfach eine Vigilante nehmen. Ich habe im ersten Beispiel eine Barty und im zweiten Beispiel habe ich für euch eine Vigilanten-Variante. Also ist eigentlich ganz cool, Leute. Müsst ihr euch selber überlegen. Die beste Route habe ich auf jeden Fall für euch am Start. Guckt einfach, fahrt genauso wie ich fahre und dann, Leute, solltet ihr das Zeitrennen auf jeden Fall richtig easy schaffen. Ihr müsst halt nur bei einer genauen Kurve aufpassen, dass ihr nicht in die Mauer reinfahrt, weil ihr könnt bei einer Kurve, und zwar die Kurve, wo ihr zur Kreuzung kommt, wirklich viel Zeit sparen, aber auch viel Zeit verlieren. Und daher empfehle ich euch, Leute, fahrt wirklich die ganze Zeit mit einem Wheelie. Wenn ihr das Ganze mit einer Barty macht, dann, wenn ihr um die Kurve fahrt, dann zieht ein Wheelie, zieht wirklich so oft wie möglich ein Wheelie, Leute, damit ihr so schnell wie nur möglich seid. Denn diese 58 Sekunden gehen echt sehr schnell um. Und ich habe auch selber für das Zeitrennen sehr lange gebraucht, weil ich oft gegen einen Baum gefahren bin, oft gegen eine Hauswand gefahren bin. Und ich muss schon sagen, das mit der Vigilante war um Weiten einfacher und schneller, weil man sich natürlich dann die ganze Zeit boosten kann. Aber wenn ihr jetzt keine Vigilante habt, dann nehmt einfach eine Barty oder keine Ahnung, Leute. Leiht euch eine Vigilante, das ist komplett egal. Aber das Zeitrennen gibt in einer Minute 51.000 Dollar. Und das heißt, Leute, eine richtig heftige Methode, gerade für Leute, die nicht so viel Geld haben.
Und wenn ihr wollt, dass ich öfter Zeitrennen für euch raushaue, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare. Wenn ihr wollt, dass öfter Zeitrennen kommen, dann schreibt jetzt mal Hashtag Zeitrennen in die Kommentare. Und außerdem, Leute, so schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr auf meinem Kanal noch sehen wollt. Also viele haben ja geschrieben Outfit Glitches und Perlefekt Paint Jobs. Und das wird auf jeden Fall noch kommen, Leute. Ihr müsst einfach noch chillen. Money Glitches werden auch noch kommen. Alles easy, Leute. Aber schreibt mir wirklich mal alle jetzt rein, was ihr euch wünscht, was ich auf dem Kanal noch bringen kann. Und wie gesagt, wenn euch mein Kanal gefällt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Wenn ihr ein richtiger Ehrenmann seid und sagt, oh, der Kanal von dem Typen hier gefällt mir, dann teilt den Kanal auch gerne an eure Freunde weiter, würde mich persönlich auch mega freuen. Wenn ihr noch eine Frage zum Zeitrennen oder allgemein eine Frage in GTA Online habt, dann stellt sie mir gerne in den Kommentaren. Ich versuche wie immer alles zu beantworten. Und die Leute, die mich schon ein bisschen länger kennen, wissen, dass ich mega gerne Kommentare lese und auch gerne Kommentare beantworte. Und es macht mich persönlich einfach froh, so Kommentare zu lesen und Kommentare zu beantworten. Und allgemein, wenn sich dann Leute freuen, wenn man den Kommentar mit Herz markiert hat oder wenn man den Kommentar beantwortet hat. Ihr könnt mir aber auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr meinen Kanal gerade so findet. Würde mich persönlich mega interessieren. Also zum Beispiel, wie ihr die Qualität meiner Videos findet oder den Content, den ich gerade bringe. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin da wirklich für alles offen, solange es konstruktiv ist. Und jetzt möchte ich nochmal wirklich anmerken, Leute, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid und noch nicht so wirklich wisst, was hier auf dem Kanal kommt. Ich bin ein GTA 5 YouTuber, der Tipps und Tricks für GTA Online Spieler hat, für Anfänger, für Fortgeschrittene, wirklich für jeden Mann gut der Kanal. Und ich zeige euch auch für wirklich Anfänger, für Fortgeschrittene Geldmethoden, Geldglitches und auch andere Videos wie zum Beispiel Outfit Glitches oder Perlefekt Paint Jobs. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viel Auswahl. Und wenn dich das anspricht, wenn du da Bock drauf hast, wenn du vielleicht Geld verdienen willst in GTA oder beziehungsweise neu bist oder irgendwas lernen möchtest in GTA, dann bist du hier auf jeden Fall richtig und dann solltest du auch hier die Glocke aktivieren. Und für die alten Hasen, die schon lange dabei sind, teilt den Kanal gerne an eure Freunde. Es ist mir persönlich einfach wichtig, weil ihr solltet wissen, dass ich mir mega viel Mühe für die ganzen Videos gebe und wirklich einige Stunden am Tag an diesen Videos sitze. Und deshalb, Leute, haut einfach mal den Support raus, lasst ein Like da, wenn es euch gefällt, lasst ein Abo da und aktiviert auch auf jeden Fall die Glocke und teilt den Kanal gerne an eure Freunde. Ihr wisst, Leute, Hashtag PGTV ist das Squad und das Ziel für das Jahr sind die 50.000 Abonnenten und das werden wir das Jahr auch angreifen. Und ja, ich weiß, in letzter Zeit kamen nicht wirklich viele Videos, aber das hatte einfach den Grund, ich habe es euch ja erklärt, mein Mikrofon ist kaputt gegangen und ich denke mal, das wollte keiner von euch hören, so die ganze Zeit so ein piependes Mikrofon. Und ja, da mein Mikrofon nicht nach dem eigentlichen Express, nach dem wirklich krassen Versand ankam, sondern irgendwie eine Woche später, konnte ich in der Zeit natürlich keine Videos machen, es tut mir auch leid, aber Leute, jetzt wird durchgezogen, jetzt kommen wieder aktiv Videos, jetzt wird einfach wieder durchrasiert und Leute, wir wollen wieder durchziehen, wir wollen wirklich wieder alles einnehmen und ich hoffe, ihr habt da richtig Bock drauf, ich hoffe, ihr seid alle am Start, Leute, wirklich danke nochmal für den ganzen Support, ich kann mich nicht genug bei euch bedanken, ihr seid einfach richtig heftig und ich war jetzt wieder einen Monat weg. Komm mit einem Video wieder und das Video kommt einfach perfekt bei euch an. Und da geht nochmal ein Kuss raus an euch, Leute. Wer bis hierhin geguckt hat, schreibt einfach mal Hashtag PGTV in die Kommentare. Und ja, Leute, einfach Ehre. Dankeschön für alles, Leute. Danke, dass ihr mir alles so ermöglicht. Und wenn ihr mich supporten wollt, Creator-Code Zym_PieroGaming nochmal einblenden. Wenn ihr auch öfter mit mir zocken wollt, kommt unbedingt in meine GTA Online Crew rein. Der Link ist wie vorhin schon gesagt in der Videobeschreibung. Denn wenn ich jetzt einfach mal so zocke, gehe ich immer in eine Crew-Sitzung. Wenn ich einen Livestream starte, gehe ich in eine Crew-Sitzung. Und wenn ihr da immer bei sein wollt, dann geht in die Beschreibung. Kommt in meine Crew rein. Wenn ihr mir Vorschläge für Videothemen schreiben wollt, könnt ihr das Ganze gerne über Instagram tun. Der Link ist in der Videobeschreibung. Dann schreibt ihr mich einfach an mit, hey Piero, ich habe einen Videovorschlag für dich. Erklärt mir das Ganze ein bisschen und dann ja, werdet ihr ja sehen, ob ich das Ganze umsetze. Würde mich mega freuen. Würde mir persönlich auch ein bisschen Arbeit nehmen, weil immer nach einem Videothema zu suchen, dauert natürlich ein bisschen, dann Video schneiden. Also Leute, wenn ihr da ein bisschen was für mich habt, könnt ihr mir das Ganze gerne über Instagram schreiben. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das ganze Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne natürlich ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert auch gerne die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Kein Livestream, keine Videos.
Es gibt wieder täglich Uploads, Leute. Ich bin wieder richtig back am Start. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Teilt den Kanal gerne an eure Freunde weiter. Und ich bin erstes Mal raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Haut rein und ciao, Leute.